Servus Leute, willkommen im Bruderland zu einem neuen Windows 10 Mobile News Flash. Der letzte ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, da lag irgendwie Ostern dazwischen, dann gab es nicht allzu viel zu berichten und ja, jetzt bin ich dann doch mal wieder dazu gekommen, ein paar Sachen aufzunehmen. In Sachen Windows 10 gab es ja jetzt mittlerweile endlich mal das Upgrade für die alten Windows Mobile Geräte. Da gab es ja wieder das ein oder andere Problem, weil Microsoft wieder jetzt nicht das eingehalten hat, was es ursprünglich versprochen hat. Gewisse Geräte haben jetzt ein Windows 10 Upgrade bekommen, andere Geräte sind da jetzt außen vor genommen worden. Da hat dann Microsoft auch wieder ein bisschen zurückgerudert und es haben noch ein paar mehr Geräte das bekommen. Aber so richtig klar geworden ist eigentlich nicht, warum manche Geräte das jetzt Upgrade jetzt bekommen haben oder nicht, weil es gab durchaus Geräte, die, sage ich mal, performanter waren, mit mehr Speicher und schnellerer Geschwindigkeit als andere Geräte, die jetzt Windows 10 bekommen haben. Nichtsdestotrotz, es gibt wohl immer noch die Möglichkeit, dass auch ein paar Geräte, die komplett außen vor waren, da jetzt doch das Windows 10 Upgrade bekommen. Das geht dann irgendwie über die Insider-App und das Insider-Programm. Link unten in der Beschreibung könnt ihr euch ja mal anschauen. Vielleicht ist es vielleicht für euch auch noch ein Thema. Ansonsten gab es in Sachen Apps auch wieder eine Hiobsbotschaft aus dem Hause GoPro. Also Leute, die von euch eine Action-Cam benutzen aus dem Hause GoPro, die werden jetzt ihr Windows 10 Phone wahrscheinlich in die Seite schmeißen, weil GoPro hat jetzt offiziell sozusagen gemeldet, dass sie jetzt für Windows 10 Mobile GoPro nicht mehr weiter unterstützen werden, also die GoPro-App sozusagen. Das heißt, ihr müsst euch dann irgendwelche inoffiziellen Dritt-Apps besorgen oder sowas. Oder ihr benutzt eure GoPro-Kamera mit einem Android- oder iOS-Phone. Ja, es ist schade. Ich habe selber eine Xiaomi Yi Action Cam, habe dasselbe Problem. Da gibt es auch keine Xiaomi-App und da muss ich auch irgendwie eine Dritt-App benutzen, die kostenpflichtig ist. Es gab ja auch vor einiger Zeit die Bild 2016-Konferenz. Da wurde auch das Thema Windows 10 Mobile angesprochen. Und das war eigentlich gerade wieder so die nächste Hiobsbotschaft und der nächste PR-GAU von Microsoft, den man sich so vorstellen konnte, weil da wurde im Rahmen von einem Gespräch so beiläufig erwähnt, dass Windows 10 Mobile ja eigentlich nicht im Fokus von Microsoft ist und man eigentlich viel wichtigere und andere interessantere Sachen machen möchte. Da denke ich natürlich als Windows 10-User oder als generell als Windows Phone-User, ja, toll. Jetzt zuerst kündigen die mit den Lumia-Geräten so die neue Welle an und jetzt, tschakka, jetzt packen wir das Thema an und jetzt ist Windows 10 Mobile auf einmal doch nicht mehr ganz so wichtig. Naja, das liegt vielleicht auch einfach generell an der Verbreitung, aber das wird natürlich auch nicht besser, wenn dann so Nachrichten offiziell von Microsoft mitgeteilt werden. Deswegen, also die Verbreitung von Windows 10 ist so im Verhältnis zu iOS und Android ist ja wieder weiter am Fallen und das merkt man auch einfach darin, dass ja viele neue Flagship-Smartphones angekündigt wurden von anderen Herstellern, aber irgendwie dann doch noch nichts gekommen ist. Kommen wir zu dem Thema Smartphones. Da wurde ja jetzt mittlerweile auch von HP das HP Elite X3 nochmal offiziell vorgestellt. Das kann man sich jetzt auch auf der HP-Seite anschauen. Konkrete Preise dazu wurden jetzt noch nicht mitgeteilt, auch noch kein richtiges Release-Datum, wann man das in Europa und insbesondere in Deutschland haben kann. Aber man vermutet, dass allein von der Ausstattung her das irgendwie in der Kategorie 800, 700 Euro kosten wird, weil es ja auch eher, sag ich mal, so die Business-Leute ansprechen soll. Warten wir es mal ab. In Sachen Acer gibt es mittlerweile auch eine gute Nachricht, dass Acer Liquid Jade Primo, das ja eigentlich irgendwie für Februar angekündigt wurde, ist mittlerweile verfügbar. Das kann man momentan nur beim Mediamarkt irgendwie ganz speziell kaufen. Kostenpunkt 599 Euro. Das ist dann die Version, wo auch das Continuum-Dock von Acer dabei ist. In den nächsten 2 Wochen wird es vermutlich dann auch bei Amazon, Cyberport und den ganzen sonstigen Online-Händlern alles auftauchen. Aber ist interessant, weil jetzt ist es tatsächlich endlich mal erreichbar mit einem neues Windows 10 Flagship, nenne ich es jetzt mal. Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, ob ich es mir tatsächlich kaufe, weil im Februar hätte ich es mir vermutlich noch geholt. Aber wenn man sich jetzt diese Specs so anschaut, dann ist es ja immer noch, sage ich mal, inhaltlich ein Lumia 950 mit ein paar minimalen Änderungen in einem neuen Gehäuse mit einem größeren Display. Und ob ich da jetzt bereit bin, 600 Euro zu bezahlen, da muss ich nochmal jetzt am Wochenende in mich reingehen und schauen, ob ich das wirklich machen werde.
Eine weitere Meldung gab es in Sachen Surface Phones. Die wurden jetzt mittlerweile auch angekündigt, dass es diese geben soll. Es wird aber bis 2017 dauern, bis da irgendwas Konkreteres passiert. Und wenn, dann soll es dann auch nur, sage ich mal, drei Versionen geben, so für den Einsteiger-Casual-Bereich, so à la Lumia 550. Dann soll es so eine Business-Version geben, die dann vergleichbar mit dem Lumia 650 sein soll. Und dann gibt es dann halt so die Prosumer-Enthusiast-Version, die dann halt so wahrscheinlich wie das Lumia 59, 59 XL sein soll von den Specs. Ich bin sehr gespannt. Also wenn das, sag ich mal, von der Verarbeitungsqualität eines Surface Pros oder sowas wird, dann kann das durchaus interessant werden. Wobei ich mir denke, wenn es 2017 kommt, dann ist der Zug vielleicht auch schon wieder komplett abgefahren. Also bis 2017, da kommt noch das neue iPhone raus, da kommt wahrscheinlich das Samsung Galaxy S8 raus. Und naja, lassen wir uns mal überraschen, was da noch passiert. Ja, ansonsten, das war es jetzt vom aktuellen Windows 10 Mobile Newsflash. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr für den nächsten News vielleicht irgendwelche konkreten Themen haben wollt, die euch interessieren, wo ich mal ein bisschen näher drauf eingehen sollte, gerne einfach in die Kommentare unten schreiben. Und ja, dann sehen wir uns in 1, 2, 3 Wochen wieder zum Thema Windows 10 Newsflash. Macht's gut, euch noch einen schönen Tag, bis dann, ciao.